Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer PwC Accounting and Reporting Talks. Kaum ein Thema ist momentan so in aller Munde und gleichzeitig so ernst wie das Thema Coronavirus. Und das Coronavirus hat, wie man jetzt schon sieht, erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen und damit auch Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung. Damit wollen wir uns in dieser Ausgabe der Webcast beschäftigen. Wir, das sind mein Kollege Peter Flick und ich, Dirk Rimmelsbacher, wir sind beide aus dem National Office der Grundsatzabteilung von PwC. Wir wollen dabei gar nicht so sehr auf die Unterschiede zwischen den beiden GAAP, IFRS und HGB eingehen, als vielmehr aufzeigen, welche gravierende Unterschiede es in der Finanzberichterstattung gibt, je nachdem, wann der Abschlussstichtag liegt. Das ist auf der einen Seite Abschlussstichtag 31.12.2019, gegebenenfalls sogar früher, und auf der anderen Seite dann Abschlussstichtage, die nach dem 31.12. liegen. Fangen wir mit den Abschlussstichtagen 31.12.2019 mal an, Peter. Ja, zunächst auch hallo von meiner Seite. Ja, zum 31.12.2019 gilt, dass die Auswirkungen des Coronavirus wertbegründeten Charakter haben. Das heißt, mögliche Effekte schlagen sich nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung oder der Bilanz nieder. Davon unberührt ist aber die Berichterstattung im Anhang, im sogenannten Nachtragsbericht, in dem Vorgänge von besonderer Bedeutung oder wesentliche Auswirkungen anzugeben sind. Nach IFRS ist eine Quantifizierung notwendig, sollte dies nicht möglich sein, ist auf diesen Umstand hinzuweisen. Nach HGB reicht eine Angabe, reichen qualitative Ausführungen zu den Auswirkungen. Abschlussstichtage nach dem 31.12.2019. Hierfür gilt, dass die möglichen Folgen werterhellenden Charakter haben. Das heißt, die Folgen, die Effekte sind in laufender Rechnung zu erfassen. Hiervon gibt es aber Ausnahmen, das ist kein Automatismus. Nehmen Sie das Beispiel, ein Bilanzierender hat den Abschlussstichtag 31. Januar 2020. Jetzt gibt es Entscheidungen des Managements, behördliche Auflagen, die nach diesem Abschlussstichtag 31. Januar sich vollziehen. Dann sind diese Effekte ebenfalls wertbegründet. Das heißt, im Einzelfall muss man hier nochmal unterscheiden. Das aber soweit nur zum Abschluss, also Bilanz, G&V-Anhang. Aber es gibt ja auch noch den Lagebericht, Dirk. Und beim Lagebericht zum 31.12.2019, da wirken sich die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus natürlich aus, denn da ist zu berichten über die künftige Entwicklung, das heißt, es ist zu prognostizieren und es ist über künftige Risiken zu berichten und da schlägt natürlich das Coronavirus rein. Wir haben auf der einen Seite den Prognosebericht, da ist es sachgerecht, die wirtschaftlichen Auswirkungen in der Prognose schon zu berücksichtigen. Da gibt es eine Erleichterung im DRS20, dem zugrunde liegenden Standard. Der DS20 gibt die Möglichkeit für Fälle einer außergewöhnlich großen Unsicherheit, die dazu führt, dass die Prognosefähigkeit des Unternehmens wesentlich beeinträchtigt ist, dass man nur sogenannte komparative Prognosen machen muss. Das heißt, man muss zu den Leistungsindikatoren nur sagen, ob sie beispielsweise sinken oder steigen, aber nicht, ob sie stark sinken oder nur geringfügig sinken. Risikobericht ist natürlich ebenfalls über das Coronavirus und die Risiken daraus zu berichten. Es muss auf jeden Fall deutlich werden, die Bedeutung des Coronavirus auf die künftige Entwicklung des Unternehmens. Eine Quantifizierung ist nur erforderlich, wenn das auch für interne Steuerungszwecke erfolgt. Gehen wir vielleicht über auf den Abschluss oder auf die Abschlussstichtage nach dem 31.12. Rechnungslegung hat oft etwas mit Schätzungen zu tun. Es sind Ermessensentscheidungen zu treffen. Beispiele hierzu sind die Fragen der Werthaltigkeit des Sachanlagevermögens, der immateriellen Vermögenswerte, einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwert des Goodwill. Wenn letzterer auf Werthaltigkeit untersucht wird, kommen in der Regel Discounted Cashflow-Verfahren zum Einsatz. Und diese zukünftigen Cashflows, die können sich durch das Coronavirus und seine Folgen ändern. Gehen wir zu den Umsatzerlösen über. Nach IFRS 15 beispielsweise darf ein Umsatz nur dann erfasst werden, wenn der Bilanzierende davon ausgeht, dass sein Kunde auch die Leistung, die Güter, die er bezogen hat, bezahlen wird. Es gibt zusätzlich variable Umsatzbestandteile. Auch die dürfen nur bei einer hinreichenden Sicherheit angesetzt werden und die Schätzungen für die Zukunft können sich ändern. Eng damit zusammenhängt die Forderungsbewertung. Da sind zum einen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bei den Corporates, auf der anderen Seite die Forderungsportfolien von Banken. Hier kann es eine Betroffenheit dadurch geben, dass Kredite an Unternehmen mit Sitz in besonders stark betroffenen Regionen vergeben werden. Oder die allgemeine wirtschaftliche Situation hat negative Auswirkungen auf das Kreditbuch.
Dementsprechend sind gegebenenfalls Risikovorsorgen zu erhöhen, vielleicht in Form eines sogenannten Post-Model Adjustments, wenn die bestehenden Risikomesssysteme noch nicht auf das Coronavirus reagieren. Gehen wir weiter zur Forderungsbewertung. Hier ist festzustellen, dass bei der Ermittlung der Herstellungskosten Leerkosten nicht aktiviert werden dürfen. Diese Leerkosten, die nicht aktiviert werden dürfen, das sind unangemessen hohe oder nicht produktionsnotwendige Kosten. In der Folgebewertung stellt sich die Frage, ob das bilanzierte Vorratsvermögen in dieser Höhe auch werthaltig ist oder ob hier Abwertungen vorzunehmen sind. Gehen wir weiter zu den aktiven latenten Steuern. Die Werthaltigkeit der aktiven latenten Steuern wird durch eine Unternehmens- und Steuerplanung unterlegt. Hier können sich Änderungen ergeben. Die zukünftige Ertragssituation kann eine andere sein. Wenn weniger Ergebnis in der Zukunft geplant wird, kann das sein, dass die aktiven latenten Steuern nicht mehr werthaltig sind und dementsprechend wertberichtigt werden müssen. Gehen wir auf die Passivseite zu den Drohverlustrückstellungen. Es gilt der Grundsatz, dass schwebende Geschäfte nicht zu bilanzieren sind. Es sei denn, sie sind negativ, es droht ein Verlust daraus oder es liegt ein sogenannter Onerous Contract im Sinne der IFRS vor. Dies ist immer dann der Fall, wenn die eigene Leistung wertmäßig höher ist als die erwartete Gegenleistung. In diesem Fall ist eine Rückstellung zu bilden. Das kann beispielsweise Beschaffungs- oder Absatzgeschäfte treffen. Nehmen wir ein Beispiel auf der Beschaffungsseite, die sogenannten Take-or-Pay-Verträge. Das heißt, das sind Verträge, bei denen eine Zahlung erfolgt, unabhängig von der bezogenen Menge. Auch auf der Passivseite bilanzierte Verbindlichkeiten, Schulden. Es kann aufgrund von Liquiditätssituationen zu Neuverhandlungen von Verträgen kommen. Hier stellt sich die Frage, ob gegebenenfalls die bisherige Schuld aus und unter Ergebniswirkung ausgebucht werden muss, unter Ergebniswirkung vielleicht eine neue Schuld dann angesetzt werden muss. Das kann aber auch sein, dass Covenants gebrochen werden, dass dadurch Verbindlichkeiten fällig gestellt werden und sich somit Auswirkungen auf die Restlaufzeiten ergeben. Auf der Aktivseite kann es beispielsweise sein, dass Banken Kreditverträge neu verhandeln. Da stellt sich im ersten Schritt die Frage, ist das eine Concession, die zu einer Wertberichtigung führt oder ist es eine sonstige Anpassung des Vertrages, die eine Buchwertanpassung nach sich zieht, aber in diesem Falle auch eine G&V-Wirkung verursacht. Gehen wir weiter zum Hedge-Accounting, zu den sogenannten antizipativen Bewertungseinheiten. Das sind Absicherungen zukünftiger Geschäfte, beispielsweise Absatzgeschäfte, die einem Preis- oder Währungsrisiko unterliegen. Um hier Hedge-Accounting betreiben zu dürfen, müssen diese Transaktionen hinreichend sicher sein. Wenn aufgrund der Unsicherheiten infolge des Coronavirus diese hinreichende Sicherheit nicht mehr gegeben ist, dürfen neue Bewertungseinheiten nicht gebildet werden oder gegebenenfalls bereits bestehende müssen aufgelöst werden. Ich glaube, man sieht ganz gut, fast jeder Bilanzposten kann von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sein. Und es gilt natürlich sowohl nach IFRS als auch nach HGB. Ich möchte noch auf drei Besonderheiten nach HGB eingehen. Das erste ist das Thema voraussichtlich vorübergehende versus voraussichtlich dauernde Wertminderung. Das spielt eine Rolle beim Anlagevermögen. Da ist auch zu differenzieren, ob wir bei den immateriellen oder Sachanlagen einerseits oder bei den Finanzanlagen andererseits sind. Das lässt sich natürlich momentan noch schwer abschätzen, ob die Auswirkungen des Coronavirus voraussichtlich dauernd sind. Aber denken Sie an das Vorsichtsprinzip. Im Zweifel ist außerplanmäßig abzuschreiben. Das zweite Thema ist das Thema Sanierungsmaßnahmen. Wir haben nach HGB die Möglichkeit, das Recht, wenn Sanierungsmaßnahmen nach dem Abschlussstichtag rechtswirksam werden, das unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere um keinen ausschüttungsfähigen Gewinn entstehen zu lassen oder wenn kein ausschüttungsfähiger Gewinn entsteht, dann diese Sanierungsmaßnahmen auf den Abschlussstichtag zurückzubeziehen. Und das dritte ist eine Konzernbesonderheit, Tochterunternehmen, die nur mit einer unangemessenen Verzögerung in einen Konzernabschluss einbezogen werden könnten. Da gibt es ein Einbeziehungswahlrecht. Ich darf auf die Einbeziehung verzichten zugunsten einer Anschaffungskostenbewertung. Unangemessene Verzögerung bedeutet, wenn ansonsten der Konzernabschluss nicht in der gesetzlich vorgesehenen 5-Monatsfrist erstellt werden könnte. Vielleicht als letztes noch das Thema Lagebericht, gilt wieder für IFRS und HGB-Bilanzierer gleichermaßen. Das, was ich zum Risikobericht und zum Prognosebericht gesagt hatte für die Abschlussstichtage 31.12.2019, gilt natürlich für die späteren Abschlussstichtage erst recht. Zusätzlich ist zu berücksichtigen der Wirtschaftsbericht. Im Wirtschaftsbericht muss ich etwas zu Geschäftsverlauf und zur VfE-Lage am Abschlussstichtag sagen. Wenn sich das Coronavirus darauf ausgewirkt hat, dann ist das natürlich im Wirtschaftsbericht zu berücksichtigen.
berücksichtigen. Ich glaube, damit wären wir am Ende angekommen. Ja, wir hoffen, dass die Ausführungen, die Hinweise hilfreich für Sie waren. Weitere Informationen, vor allen Dingen ausführlichere Informationen für die Finanzberichterstattung nach HGB und nach IFRS finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn wir Sie demnächst wieder bei einem unserer Webcasts begrüßen dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen auch.